Ja, herzlich willkommen zum 17. Wochenimpuls Kontemplation und Mystik. Wie angekündigt, nochmals zum Osterevangelium des Matthäusevangeliums. Ich teile dafür den Text. Lasst ihn uns wiederum gemeinsam rezitieren. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, da er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit großer Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Ja, wir haben uns ja bereits letzte Woche mit dem ersten Teil dieses Textes beschäftigt. Und wie angekündigt, möchte ich heute auch noch einige Impulse zu dem zweiten Teil angeben. Aber erinnern wir uns: Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, gingen die beiden Marias ans Grab, um nach dem Grab zu sehen. Eine matthäische Eigenart, denn wann endet der Sabbat und wann beginnt der erste Tag? Wir sind ja gemäß den anderen Evangelien darauf geeicht, das für den Morgen, für den Sonntagmorgen zu halten. Denn da steht, als die Sonne aufging. Aber hier steht davon nichts, sondern als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach und der Sabbat endet, beginnend Sonnenuntergang Freitag, endet Sonnenuntergang Samstag. Also in die Dunkelheit und die Nacht hinein machen sie sich auf zum Grab, um nach dem Liebhaber des Lebens und nach dem Geliebten zu sehen. Einerseits voll Trauer und andererseits, wie auch wir als Trauernde, und diese Ahnung beseelt, es könne selbst noch in der physischen Nähe zum Leichnam etwas von der Atmosphäre spürbar sein, die den Liebhaber des Lebens aus Nazareth ausgemacht hatten. Diese Atmosphäre, die in der Lage war, und diese
wohlwollende Präsenz, die in der Lage war, zu Eisblocken gefrorene Herzen aufzutauen, zu beleben, berührbar zu machen, zu verlebendigen. Und das ganze Osterevangelium bei Matthäus ist beschrieben als ein in Bewegung kommen. Und die erste Bewegung ist die Bewegung der Frauen, die Bewegung der Trauer hin zum Grab. Und dann setzt neben dieser horizontalen eine vertikale Bewegung ein. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Also eine zweite Bewegung, diesmal vertikal von oben nach unten. Man könnte sagen, die Erde wird gehimmelt in diesem Wegrollen dieses Steins. Dieser Stein, der sozusagen den Zugang zum Grab versperrt. Auch den Zugang zu dem Lebendigen versperrt. Und immer wieder wird das ja so erlebt wie ein Erdbeben, wenn alte Vorstellungen sich als irrig erweisen, als dysfunktional, vielleicht sogar schädigend, wenn Konzepte und Muster zerbrechen. So, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ja, ein nicht seltener Abschnitt auf dem kontemplativen Weg. Also wie ein Erdbeben. Und dann ist der Stein weg und der Engel spricht: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, aber der ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und für die Frauen war es sicher, felsensicher, Tod ist tot, der Tote darin und wir Trauernde, aber Lebende hier draußen. Felsenfesten Überzeugung, Vorstellung und Konzeption. Und die Auferstehungswirklichkeit hebelt das aus. Der Tote ist nicht dort, wo er eingemauert erschien. Das Grab ist leer. Und dann kommt es zu einer weiteren Bewegung. Ein Bewegungsimpuls vom Engel ausgehend, indem er die Frauen anschiebt. Kommt und seht, hier ist er nicht, die Stätte ist leer, aber geht allen hin und sagt es seinen Jüngern und Jüngerinnen, er ist auferstanden von den Toten und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Sieh, ich habe es gesagt. So sendet sie der Engel auf den Weg. Und dann kommt es, und hier beginnt sozusagen der neue Teil unseres Textes, zu einer ja doch sehr sonderbaren Begegnung. Also gesandt zu den Jüngern und nach Galiläa, schon nach wenigen Schritten, und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Eigentümlich, unspektakulär, ja fast leblos wird das beschrieben. Vielleicht lohnt ein vergleichender Blick ins Johannesevangelium. Auch dort begegnet Maria Magdalena dem Auferstandenen nahe des Grabes.
möchte ihn berühren und wird zurückgewiesen. Rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Und auch dort an die Botschaft gehe und sage es den anderen. Noch hier scheint er wie in einem Zwischenstadium. Nicht mehr der leibhaftig anfassbare Liebhaber des Lebens aus Nazareth in Fleisch und Blut. Wahrnehmbar, berührbar, begegnbar wie du und ich. Sondern noch auf dem Weg von dieser historischen Figur des Mannes aus Nazareth hin zu dem universellen kosmischen Christus in den klassischen christlichen Bildern des aufgefahren gen Himmel zur Rechten Gottes sitzend. Und hier wie dazwischen. Und kein wirklicher Bezug zu den Frauen, sondern die Wiederholung der Botschaft des Engels. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet es meinen Brüdern und Schwestern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Das stellt die Frage natürlich nach Galiläa. Was ist hier in diesem Kontext gemeint? Wofür steht Galiläa? Sicherlich einerseits ist das eine geografische Angabe. Galiläa ist ein Landstrich, eine Region. Es ist die Region, in der der Liebhaber des Lebens mit den Jüngerinnen und Jüngern lebte und wirkte und unterwegs war. Fernab des Zentrums, Peripherie. Das heißt aber doch, Galiläa steht hier für den Alltag, den die Jüngerinnen und Jünger mit ihm hatten. Und Galiläa steht für ihre Herkunft. Denn die meisten von ihnen stammten aus dieser Region, aus Galiläa. Die ganze Auferstehungsbewegung bei Matthäus weist also nicht in eine besondere Region, eine besondere Wirklichkeit, einen besonderen Raum, sondern zurück in den Alltag, in das Gewöhnliche, in das Alltägliche, in das Übliche. Dort werdet sie mich, werdet ihr mich sehen. Wer heute da nicht willig ist, mit seinen Worten, jeder Weg, jeder spirituelle Weg, der nicht in den Alltag führt, ist ein Irrweg. Es scheint ganz auf der Linie des Matthäus-Evangeliums zu liegen. Geht zurück, geht heim, geht nach Hause, geht in den Alltag. Dort will ich euch nahe sein, dort will ich mich euch zeigen, dort sollt ihr mich finden. Eine ungeheure Verheißung für das Alltägliche. Nicht geht an besondere oder heilige Orte, im Alltag, in dem, was das Leben dir präsentiert und zeigt, in die Aufgaben, die es dich stellt, dort will ich euch begegnen, dort sollt ihr mich finden. Dahin weist, dahin weist die Bewegung des Osterevangeliums
bei Matthäus. In gewisser Weise heiligt dieser Auferstehungsbericht den Alltag. Eben nicht als Gegensatz zum Festtag, sondern in diesen ganz gewöhnlichen, eben alltäglichen, soll er zu finden sein. Der Auferstandene dort will er sich uns zeigen, und auffindbar sein. Ein Text oder eine Erfahrung, das amerikanischen Trappisten, Kontemplativen, auch Sozialaktivisten Thomas Merton beschreibt davon. Auch im Alltag. Er beschreibt eine Erfahrung auf der Fifth Avenue in New York. Und zwar so. Plötzlich war mir, als sehe ich die verborgene Schönheit der Herzen der Menschen. Eben jene Tiefe, die unerreichbar ist für Sünde, Begehren oder Zerrissenheit. Es war, als sehe ich die Person, die jeder Mensch in den Augen Gottes ist. Könnten wir Menschen uns nur selbst so sehen, so wie wir wirklich sind? Im Alltag, in dem Gewöhnlichen, will der Liebhaber des Lebens aus Nazareth auffindbar sein. Eben als der universelle Christus, der innere und universelle, in jedem von uns wirkende und in allen Dingen gegenwärtige Christus. Dahin verweist die Auferstehungsbewegung bei Matthäus, in den Alltag, in das Sehen lernen mit neuen Augen, die tiefen Dimensionen erkennen. Oder wie es bei Novalis heißt, alles Sichtbare ist ein in einen Geheimniszustand erhobenes Unsichtbares. Auch hier verschwinden die Unterscheidungen. Von sichtbar bestimmter und
unbestimmter Wirklichkeit von Materie und Geist. Alles Sichtbare ist ein Geheimniszustand erhobenes Unsichtbares. Eben weil der universelle Christus in uns und in allen Dingen anwesend ist. Und die Auferstehungserfahrung uns lehrt, nicht an der Oberfläche der Dinge hängen zu bleiben, sondern in der Tiefe zu sehen, was sie sind. Manifestation der Liebe, Ausdruck des Einen. Und enden möchte ich mit einer Schlussrezitation. Karl Zuckmayer, wenn ich mich nicht irre. Ja, kleine Strophen der von der Unsterblichkeit. Lasst uns gemeinsam rezitieren. Dauer, Zeit und Raum sind wie Brandungsschaum, der verweht, indes die Flut sich wendet. Doch das kleinste Sein schließt ein Wesen ein, das von Anfang ist und niemals endet. Der du dich besinnst, ob du einst verrinnst, gleich dem Sand und gleich dem Regentropfen, denk, dass Meer und Land, Wasser, Fels und Sand steter sind als deines Herzens Klopfen. Nur was in dir brennt, was kein Wort benennt, dauert über der Vernichtung Flammen. Wärst du nicht geweiht zur Unsterblichkeit, brächt die Schöpfung in sich selbst zusammen.